Wenn mir nach Urlaub ist, dann backe ich mich ganz einfach an das Ziel meiner Träume. Jede Menge Rezepte habe ich mir schon von meinen Reisen mitgebracht, die hier und da pimpe und verfeinere. Am liebsten backe ich mich in den Orient. Die herrlichen Gewürze und Zutaten, ach, da bin ich gleich in Urlaubsstimmung. Eins meiner tollsten Rezepte ist mein türkischer Mohnkuchen, der nicht nur fantastisch schmeckt, sondern auch unglaublich einfach ist. Für mein erstes Rezept heute ist es ganz wichtig, eine Tasse zu haben. Ich nehme immer einen Becher. Das geht auch super, also Tasse, Becher, Glas, egal. Aber es ist wichtig, immer den gleichen benutzen, denn mein Kuchen besteht aus mehreren Zutaten, aber immer mit der gleichen Menge. Sprich, die Tasse wird nacheinander vollgemacht mit Mehl, Grieß, Mohn, Zucker. Es kommen 4 Eier rein und dann noch eine Tasse Öl oder ein Becher Öl. Alles kommt zusammen und wird dann gebacken. Und es geht ganz einfach, ist ganz lecker. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ein Becher Grieß. Am besten, man merkt sich immer ungefähr, wie voll man den macht, weil die anderen Zutaten müssen in der gleichen Höhe ungefähr drin sein. So, mein Finger ist hier. Und alles rein in die Schüssel. Einfacher geht's doch nun wirklich nicht. So, Grieß, Mehl, Zucker, Mohn ist drin. Ein bisschen Backpulver, damit der Kuchen auch schön aufgeht. Dann kommen noch 4 Eier dazu. Und jetzt als allerbestes obendrauf, damit der Kuchen so richtig schön saftig und geschmeidig wird, kommt noch eine Tasse Öl oder ein Becher Öl rein. Einfach wieder merken, hier war der Finger. Und rauf auf den Teig. Jetzt muss das Ganze gut gemischt werden. Das Rezept habe ich geklaut von einer Familie oder sagen wir so, ich habe es mir ergaunert. Denn bei einem Dreh haben wir eine türkische Familie im Haus gehabt und die dachte, oh, so viele Leute sind da, die brauchen ja was zu essen. Und dann hat die türkische Mama richtig lecker Kuchen gebacken und das war dieser Kuchen. Und da dachte ich, oh Gott, der ist so köstlich, den muss ich auch nachbacken. Und dann hat es ein bisschen gedauert, 2 Tage, aber dann hatte ich das Rezept. Und es ist ein Kuchen, der geht ganz schnell und ist so lecker, vor allen Dingen, wenn er dann noch warm ist. Denn nachher, wenn er gebacken wird, bekommt er noch eine Zucker-Zitronensoße. Also er wird ganz feucht und obendrauf kommt noch Schmand und Quark. Die fertige Masse oder diesen Teig, den gebe ich dann immer in eine Auflaufform. Das macht sich total super, weil der kommt so ein bisschen hoch, der Kuchen, und dann wird der ja noch mit dem Zitronensaft und dem Wasser übergossen. Und dann ist es ganz gut, wenn der Kuchen so ein bisschen unten schwimmt in diesem Wasser, damit er schön feucht bleibt. Und dafür eignet sich eine Lasagneform oder wenn Sie jetzt auch sagen, oh, ich möchte ihn gerne rund, dann meinetwegen auch eine Quicheform, das geht alles. So. Im Moment ist es noch ein ganz schlichter Kuchen, aber abwarten, wenn erst die Zitrone drauf ist. Das wird richtig lecker. Mein türkischer Mohnkuchen kommt jetzt in den Ofen für ca. so 15 bis 18 Minuten. Muss man immer ein bisschen gucken, je nachdem, wie dick er in der Form ist. Ich liebe dieses Rezept. Schnell, easy und sweet. Und so einfach machen Sie meinen türkischen Mohnkuchen. Für den Teig alle Zutaten mischen und in eine Auflaufform geben. Und so geht's nach dem Backen weiter. Kochen Sie einfach Wasser mit Zitronensaft und Zucker zu einem Sirup auf und schütten Sie ihn über den fertigen Kuchen. Mischen Sie Quark und Schmand und geben Sie diese Creme auch noch oben drauf. Das zeige ich Ihnen jetzt. Wenn man an orientalische Kuchen denkt, dann denkt man ja sofort, oh, so was Süßes, so was Feuchtes, sapschig und saftig. Also das ist ja sofort die Assoziation, die man hat. Deshalb bekommt mein Kuchen auch noch so einen Guss drüber, damit er so schön feucht wird. Und den mache ich aus Zucker, Wasser und Zitrone. Einfach Zucker in Wasser auflösen und Zitrone dazugeben. Man kann ruhig ein bisschen mehr Zitrone nehmen, weil der Kuchen ist ja sehr süß. Und dann hat man noch dieses saure Frische und es schmeckt sehr, sehr gut zusammen. In Verbindung mit dem herben Mohn schmeckt dieser süße Sirup fantastisch.
duftet nach Pfannkuchen. Oh, lecker. Jetzt ist es am besten, wenn der Kuchen kurz auskühlen kann. Denn wenn man sofort den Sirup drüber gießt, kann es passieren, dass die kalte Flüssigkeit, der heiße Kuchen reagieren zusammen und der Kuchen ist dann eingeschnappt und fällt zusammen. Ich nutze immer die Zeit, wenn der Kuchen auskühlt, um das Topping zu machen. Und zwar besteht das aus Schmand und Quark und das kommt einfach oben drauf nachher. Man muss nur beides zusammenmischen. Einfach einen großen Becher Quark nehmen und einen Becher Schmand. Die Creme wird gleich ganz geschmeidig, weil der Schmand hat ja so was Weiches auf der Zunge und der Quark ist so ein bisschen herber und säuerlich. Und das wird dann ganz, ganz toll auf dem Kuchen. So, jetzt kommt der Moment, den ich immer am liebsten mag. Der Kuchen wird geduscht. Und am besten beginnt man, also das mache ich immer, am Rand. Also einmal um den Rand gießen, dann kommt von außen schon das Wasser rein und dann gehe ich so langsam über den ganzen Kuchen. Man kann wirklich die Form fluten. Das ist nicht schlimm, der Kuchen saugt das auf. Dann alles noch schön in der Form verteilen, damit auch jede Ecke Zitrone und Zucker abbekommt. Und dann rauf mit meinem Lieblingstopping. Schmand ist übrigens das gleiche wie saure Sahne, also eigentlich gegorene Sahne. Jetzt noch ordentlich Kokosflocken obendrauf. Da habe ich gleich noch was fürs Auge und noch mehr Urlaubsgeschmack. So, Flocken drauf und fertig. Ja, das ist mein türkischer Mohnkuchen und der reicht so für 2 bis 3 Personen, je nachdem wie groß der Hunger ist. Also über den Tag verteilt schaffe ich auch die ganze Form. Der erste Haps geht natürlich immer an die Hausfrau. Und der ist perfekt. Das ist genau so, wie er sein muss. Der Kuchen ist nass, noch ein bisschen warm und die kalte Creme da oben drauf. Und deshalb geht der zweite Haps auch direkt an die Hausfrau. Oh, ich kann so gut backen. Geile Scheiße.